Der Gewinner des Wahlabends am Sonntag ist FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die FPÖ kann nach ihrer Ibiza-bedingten Wahlschlappe 2019 mit nur 16,17% einen historischen Stimmengewinn verbuchen. Die Freiheitlichen landen damit erstmals auf Platz 1, auch wenn sich der Abstand zur ÖVP zuletzt verkleinert hatte. Ja, die FPÖ hat natürlich auch einen Grund zu feiern, kann man sagen. Mit 29,1% steht es jetzt. Hat man damit gerechnet, dass doch so weit ist vor der ÖVP? Also möchte ich mich erstens einmal bei den Wählern bedanken, die uns dieses großartige Vertrauen gegeben haben. Ich möchte mich auch bei Herbert Kickl bedanken, der der Motor für diesen Wahlkampf gewesen ist, auch der Architekt unseres Programmes. Ja, und jetzt geht es darum, dass man das auch alles umsetzt. Und wir waren die letzten Wochen und Monaten sehr viel in Österreich unterwegs und ich habe gemerkt, dass die Menschen einfach die Nase voll gehabt haben von dem, was die Bundesregierung in den letzten 5 Jahren, muss man schon sagen, verbrochen hat. Und das ist heute ein sehr, sehr starkes blaues Zeichen, das hier gesetzt worden ist. Jetzt ist natürlich auch wichtig, wie geht es denn weiter hier in Österreich? Wir wissen, man hat immer gesagt, auch von den anderen Parteien, sicher nicht mit Herbert Kickl, mit der FPÖ, das hat man damals schon gesagt, mit Jörg Haider und auch Heinz-Christian Strache. Was glauben Sie, wie wird sich auch der Bundespräsident Alexander Van der Bellen entscheiden? Wie wird das generell weitergehen? Wird die FPÖ in der Regierung sein? Das werden die nächsten Tage natürlich zeigen, aber eines ist schon klar, also mit diesem heutigen Statement, das die Wähler gesetzt haben, ist schon klar, dass ein politischer Wandel gewünscht ist und dass der auch von der Bevölkerung verlangt wird. Und das sollte auch der Bundespräsident respektieren. Es war bis dato immer üblich, dass man die stärkste Partei einen Regierungsbildungsauftrag bekommen hat und ich hoffe, dass man mit diesen Nuancen nicht aufhört. Was glauben Sie denn, was waren denn die Punkte oder auch die Themen in den letzten 5 Jahren, wo gerade die FPÖ auch punkten konnte? Denn 2019 hat doch alles ganz anders ausgeschaut. Naja, man muss sich an das Corona-Regime der Bundesregierung zurückerinnern, auch an das Beschneiden unserer Freiheiten. Das war wirklich eine sehr, sehr schlimme Phase für viele Menschen in Österreich. Auf der anderen Seite muss man sehen, was in puncto Migration passiert ist, wie viele Menschen hier wieder ins Land gekommen sind und schlussendlich dann unser Sozialsystem und das Krankenhaussystem belasten. Auch das ist ein Punkt, es hat eine noch nie dagewesene Teuerung gegeben. Auch hier ist man wirklich sozusagen gerade recht in die Wand gefahren seitens dieser Bundesregierung. Also alles das sind natürlich Dinge, wo die Österreicher sich wünschen, dass man hier eine Trendumkehr setzt und genau das werden wir auch tun. Man hat das ja schon am Wahlkampf gesehen und ich nehme an, unter verantwortungsvoll umgehen, verstehen Sie auch, dass die FPÖ jetzt den Kanzleranspruch stellt und auch in eine Regierung will, aber ganz so einfach kann das vielleicht nicht sein. Mit wem will man das machen und beharrt man auf Herbert Kickl, weil das will ja die ÖVP nicht. Der Abend ist noch jung und das Endergebnis ist noch nicht hier. Und es wäre etwas unseriös, jetzt über den nächsten Schritt zu sprechen, bevor der erste Schritt nicht beendet ist. Wie gesagt, die Veränderung ist spürbar. Jeder, der die Grafik gesehen hat, der sieht das. Unsere Position ist dieselbe wie vor der Wahl. Der Wähler soll entscheiden, wer hier als Erster durchs Ziel geht. Das Endergebnis wird es zeigen, wie das ausgegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass alle Parteien, wie wir selbst jetzt in den nächsten Stunden und Tagen, in den Parteizentralen das Ergebnis analysieren werden und dann schauen wir weiter. Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp sieht im Rekordergebnis der Bundespartei auch gute Vorzeichen für die Wien-Wahl im kommenden Jahr. Sensationelles Ergebnis und man sieht, dass Bürgermeister Ludwig ja der Erfinder war von Babler. Und dementsprechend ist dieses Minus und dieses Absacken der Sozialdemokratie natürlich auch Bürgermeister Ludwig umzuhängen. Und man will eines nicht, nämlich dass auch Wien zu Dreiskirchen wird und zu einem Hotspot von Asylkriminalität wird. Und genau dementsprechend gibt es auch positive Kraft für die Zukunft, dass wir auch bei der Wienwahl 2025 die Wende schaffen. Der freiheitliche Spitzenkandidat Herbert Kickl führte seine Partei erstmals in die Nationalratswahl. 2019 war noch Norbert Hofer Parteichef. Der als Hardliner geltende Parteiobmann Kickl hat schon vor der Wahl das Kanzleramt als klares Wahlziel ausgerufen. Thematisch setzt die FPÖ im Wahlkampf vor allem auf das blaue Kernthema Migration. Ihr stärkstes Ergebnis erzielte die FPÖ bei Nationalratswahlen im Jahr 1999 mit 26,91% und Platz 2, wenige Stimmen vor der damals drittplatzierten ÖVP.